Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Dienstag, der 6. Juni. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Kanzler Scholz empfängt Frankreichs Präsident Macron in Potsdam. In Indien spricht Verteidigungsminister Pistorius über einen möglichen U-Boot-Deal. Und Prinz Harry wird für ein Kreuzverhör vor dem Londoner High Court erwartet. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Der Hamburger SV hat das Wunder im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart verpasst. Stuttgart hat auch das zweite Duell gewonnen und bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga. Der wegen Spionage für die Sowjetunion und für Russland zu lebenslanger Haft verurteilte US-Doppelagent Robert Hansen ist tot. Er war als schädlichster Spion in die Geschichte des FBI eingegangen. Jetzt steigt Apple in den Markt der Datenbrillen ein. Die Vision Pro kostet mindestens $3.500 und verspricht, ein revolutionäres Produkt zu sein. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Wirtschaftsminister Robert Habeck will Industriebranchen mit hohem Energieverbrauch mit einem staatlichen Subventionsprogramm dazu bewegen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dazu gehören zum Beispiel die Stahl-, Papier- oder Zementindustrie. Dieses Instrument ist neu, es ist modern, es ist ein Bieterverfahren, das macht es auch bürokratiearm. Also mit diesem vorbereitenden Verfahren melden sich jetzt hoffentlich viele Unternehmen, dann gibt es das Gebot und dann kriegen die Unternehmen den Zuschlag, die am effektivsten mit dem günstigsten Klimaschutzvertrag dann die Reduktionsziele erreichen werden. Die Klimaschutzverträge sollen Unternehmen für die höheren Kosten einer klimafreundlichen Produktion entschädigen und gegen mögliche Unsicherheiten absichern, die sie vor Investitionen zurückschrecken lassen könnten. Habeck nennt das ein industriepolitisches Ausrufezeichen. Heute soll dafür der Startschuss fallen. Interessierte Unternehmen haben jetzt 2 Monate Zeit, sich an den Vorbereitungen zu beteiligen. Ja, die müssen sich dann hier bei uns im Ministerium melden, dann werden die Angebote systematisiert, dann beginnt das Gebotsverfahren, dann müssen sie noch einmal sozusagen ein konkretes Angebot abgeben. Auf dem Weg dahin werden wir mit der Europäischen Kommission und mit dem BMF, mit dem Finanzministerium, die letzten Details klären. Die EU-Kommission muss die milliardenschweren Staatshilfen allerdings noch absegnen. Und das Geld muss im Bundeshaushalt bereitgestellt werden. Wie haben Regierungen weltweit auf die wegen des Ukraine-Kriegs zwischenzeitlich rasant steigenden Energiepreise reagiert? Und was tun sie für die Energiewende und die Energieeffizienz? Um diese Fragen geht es in einem Treffen, das die Internationale Energieagentur heute veranstaltet. In ihrem jüngsten Bericht vermeldete die Organisation Positives. Darin geht sie davon aus, dass es in diesem Jahr den größten absoluten Zuwachs an erneuerbarer Stromerzeugung aller Zeiten geben wird. Der Ausbau steige demnach um 1/3. Indonesien und Deutschland wollen ihre militärischen Beziehungen ausbauen. In Jakarta ist man besonders an deutschen U-Booten interessiert. Wir haben sogar über die Möglichkeit gesprochen, vielleicht einen Deal mit U-Booten zu machen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern auf seiner Asientour. Um ein mögliches U-Boot-Geschäft soll es auch bei Pistorius heutigem Besuch in Indien gehen. Begleitet wird er von Vertretern deutscher Rüstungsfirmen. Das Land will 6 konventionell betriebene U-Boote unter der Voraussetzung kaufen, dass sie mit einem indischen Partner in Indien gemeinsam entwickelt und gebaut werden. Die größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO wirft derweil ihre Schatten voraus. Mit Air Defender 2023 stärken wir das Bündnis und die transatlantischen Beziehungen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten zeigen wir, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagfertig verteidigen können, sagte Pistorius gestern in Indonesien. Am Manöver, das in großen Teilen im deutschen Luftraum durchgeführt wird, nehmen von kommenden Montag an, rund 2 Wochen lang, 25 Nationen und 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen teil. Man tue natürlich alles, um die Auswirkungen für die Bevölkerung und den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich zu halten, versicherte Pistorius. So appelliere der Bund an die Länder, Betriebszeiten an Flughäfen während der Übung zu flexibilisieren. Dennoch rechnet die Gewerkschaft der Flugsicherung mit massiven Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt.
Bundeskanzler Scholz empfängt heute den französischen Präsidenten Macron in Potsdam. Bei dem Treffen könnte es um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen, die unterhalb einer NATO-Mitgliedschaft liegen. Die großen NATO-Partner sind dagegen, dass die Ukraine eine klare Perspektive für den Beitritt zur Allianz erhält. Zumindest Macron würde gern bereits beim NATO-Gipfel Mitte Juli solche Garantien formulieren. Klar ist, solange der russische Krieg andauert, kann die Ukraine der NATO nicht beitreten. Dann würde die Allianz automatisch zur Kriegspartei. Kiew weist derweil die russische Darstellung zurück, sie habe im ostukrainischen Gebiet Donetsk eine groß angelegte Gegenoffensive begonnen. In seinem Feldzug gegen die britische Boulevardpresse steht für Prinz Harry eine Aussage vor Gericht auf dem Programm, bei der er voraussichtlich auch Privates preisgeben muss. Harry und andere Prominente werfen Blättern wie dem Daily Mirror vor, sie bespitzelt zu haben. Heute wird Harry im Prozess gegen den Verlag Mirror Group Newspapers vor dem Londoner High Court selbst in den Zeugenstand treten. Britische Medien berichten, dass es das erste Mal seit dem 19. Jahrhundert sei, dass ein Mitglied der Königsfamilie ins Kreuz Verhör genommen wird. Harry hat gleich mehrere Verfahren gegen Verlage angestoßen. Die Fragen heute dürften unangenehm für ihn sein. So dürfte es auch um die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Chelsea gehen, die laut Harry durch die Beobachtung der Boulevardmedien in die Brüche ging. Journalisten des Daily Mirror, der Sunday Mirror und von People sollen zum Teil jahrelang Prominente mit illegalen Methoden wie Telefonhacking bespitzelt haben. Die Kläger fordern Schadenersatz. Sie werfen auch der Führungsebene vor, davon gewusst und die Praktiken vertuscht zu haben. Venedig des Nordens, Sonnenschein, Freundlichkeit, Königshaus. Ja, Schweden, das ist das Land mit der blauen Fahne und dem gelben Kreuz. Stockholm, eine schöne Stadt, viel Sicherheit, aber auch hohe Preise. Schweden feiert seinen 500. Geburtstag. Die Krönung von Gustav Vasa zum König von Schweden läutete eine neue Epoche für das Land ein und gilt als Geburtsstunde eines unabhängigen Schwedens. Vasa hat die Geschichte des Landes geprägt. Er befreite Schweden mit einer Bauernarmee von der Herrschaft des dänischen Königs und er legte mit seinen Reformen den Grundstein für Schwedens Aufstieg als Großmacht. Der heutige Nationalfeiertag, 500 Jahre nach dessen Krönung, am 6. Juni 1523, ist arbeitsfrei. Schweden hat im Mai 2022 zusammen mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Anders als Finnland wartet das Land immer noch auf die Mitgliedschaft. Die Türkei und Ungarn blockieren den Schritt. Und dann noch diese Meldung. In Bielefeld wächst die Sorge vor neuen Fanausschreitungen. Dass der Abstieg für die Arminia in die dritte Fußball-Bundesliga bevorsteht, daran herrscht vor dem Rückspiel gegen Wiesbaden heute Abend kaum ein Zweifel. Beim 0:4 im Relegationshinspiel in Wiesbaden hatte es mehrere unschöne Szenen gegeben. Die Partie am Freitag war 21 Minuten lang unterbrochen worden, nachdem Bielefelder Anhänger mehrfach Pyrotechnik auf den Rasen geschossen und einige versucht hatten, den Platz zu stürmen. Der DFB-Kontrollausschuss untersucht die Vorfälle. Verfolgen können Sie das Spiel heute Abend im FAZ-Live-Ticker ab 20.45 Uhr. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.